vorgestellt, DevLife, und zwar ist das von Roman Studios und ja, ich glaube, der Adrian war das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der mir einen Key zur Verfügung gestellt hat, dafür recht herzlichen Dank. Das Spiel ist in Englisch und polnischer Sprache verfügbar. Settings können wir gerade reingucken, hier sind die Einstellungen, ne, und hier ist so, ne, Texturen etc. Language geht leider nur Polnisch und Englisch und Deutsch leider nicht. Musik musste ich runterschrauben oder hab ich runtergeschraubt, bevor da irgendwelche Probleme aufkreuzen. Credits, wie gesagt, seht ihr hier. Thanks to all who helped with testing and gave feedback about the game. Das wollen wir dann auch tun, wenn es geht. Dann sieht ihr auch, was wir da machen oder nicht machen. 3D Model Artists ist der und Bart Womiek-Levchuk, so heißt er wahrscheinlich, UI Advisor, ist Dennis Zwartz, wenn es richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht, Michał Mizicen, die, ne, warte, weiß ich nicht, ne, kann ich nicht mehr, Paciorek und Adrian Wesowowski heißt er wohl. Dieses L mit Strich wird wie ein W ausgesprochen, aber kurz. DevLife Play können wir dann noch machen. Und wie ihr seht, ich habe noch nichts gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert oder nicht passiert. Wir starten einfach mal rein. Können einen Charakter bilden. Enter Character Name. Das ist dann der Ass. Und hier haben wir den Reiter. Randomize, ne, wollen wir nicht. Accept könnten wir machen. Character Hairs ist short. Long. Short and long gibt es nur zwei Characters, Chest, der Bauch, aha, Brüste oder nicht Brüste. Und Farbe Käseweiß, weil ein Programmierer sitzt immer zu Hause, geht nicht an die Sonne, deswegen ist er ganz weiß. Haarfarbe, ah, nee, grün nicht, blau, nee, auch nicht. Gibt es hier noch was anderes? Da kann man, ah, man kann es hin und her schieben, sehr schön, ah, ein Blondie ist das. Und T-Shirt gibt's auch noch so. Ah, komm hier, Red. Und Hose. Ja, da gibt's nicht so viele. Bleiben wir bei den schwarzen Hose. Und ja, da gibt's nur schwarze Schuhe und die beigen Schuhe, grauen Schuhe. Nehmen wir mal schwarze Schuhe. Und Blue Jeans. Blue Jeans, machen wir Blue Jeans. So ist er doch ganz cool, oder? Gut, das war's. Das bedeutet, wir machen Accept. Und dann müssen wir hier wohl schon auswählen, wer wir sind, was wir machen wollen. Also Reiter ist Level 1, Skill Points haben wir 3, Design ist 0, Programming ist 0 und Testing ist 0. Also wir können auch Testing and Security als Entscheidung nehmen oder dieses hier. Also jetzt ist dann die Frage, ne? Wir fangen erstmal an, Testing und Security würde ich erstmal ausschließen, würde Programming erstmal vorfavorisieren, einen Punkt. Relation Database, was sagt er hier? Allows you to connect a relation database to a website to store data in it. Web Development Programming Experience 0 von 500. Und das? Achso, man kann nur einen Weg gehen und der eine schließt den anderen aus. Oder wie sehe ich das? Simple Website Scripts. Allows you to create simple website scripts on the browser and adding simple functionality. Okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ich muss mal gerade was checken, weil irgendwie habe ich hier irgendwelche Klänge, die ich jetzt gerade abgeschaltet habe. Ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt oder nicht. Die sind erstmal weg. Ja, Design ist dann das hier. Simple Structure of a Website divided into Header, Main Page, Content and Folder. Ja, Select kann ich hier machen, also ich kann dann einen Punkt auswählen. Also ein bisschen Design ist ja nicht verkehrt, machen wir erstmal. Aha, dann läuft das weiter und wir können die nächsten Punkte bringen. Aber wir können auch Programming, wir können ja einen Mixed Player machen wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. So, was war das? Relational Database oder Simple Website Script. Machen wir erstmal Datenbank oder ich glaube wir machen erstmal die Simple Website Scripts. Kann man das jetzt auch noch auswählen? Ja, kann man auch noch auswählen. Okay, und da wäre User Accounts. Ja, machen wir doch auch User Accounts, oder? Aber User Accounts geht nur, wenn das auch schon ist. Alles klar, dann dann lass uns aber erst hier sorry, dann lass uns erst gucken. Tile Base Structure, Photo Gallery, Photos Gallery und das hier wäre Matching Colors.
Gute Frage. Kann man hier auch schon gucken? Ah, Dynamic Website Scaling, okay. Ist dann aber auch Time-Based Structure. Matching Colors ist jetzt nicht so. Ach so, da gibt es hier dann auch noch eine Verbindung dahin. Dann sollten wir vielleicht darauf hinzu. Ach, guck da, das heißt, wir müssten auch hier was erreichen, damit dieser Punkt dann gemacht werden kann. Alles klar, das ist alles aneinander verflochten. Und was wäre jetzt hier für ein Teil? Manual Testing. Obwohl, vielleicht ist es auch nicht schlecht. Komm, wir machen noch einen Punkt hier hin und alles ist gut. Dann haben wir unsere 3 Punkte verbraucht, oder? So, dann seht ihr, haben wir überall so 5%, 8%, 7%. Und das akzeptieren wir erstmal, weil mehr haben wir ja nicht, oder? Ach, jetzt sag nicht, hier oben können wir noch. Ah, alles klar. Also, wir sind momentan in Richtung Web Development unterwegs. Haben aber auch Mobile Development, Games Development not available in this version. Okay, und Application Development auch nicht. Das wird aber noch implementiert. Das stand auch irgendwo auf irgendeiner Seite. Also Mobile oder Web Development. Wir machen jetzt mal Web Development, weil Testing and Security, Manual Testing, Unlock by PIN, Screen Press Force Handling, knapp daneben ist auch vorbei, Simple Gestures, GPS, Simple Mobile UI. Na, wir bleiben hier und lassen es auch so. Akzeptieren wir erstmal so, wir gehen in die Webentwicklung. Welcome to DevLife. This game has been saved. Okay. Thank you so much for buying our game. We hope you'll have a lot of fun playing it. Here's a quick tutorial on how to play. Chapters. Welcome to DevLife. Camera movement. Assignment employees to workstation. Workstation trackers. Learning build mod. Geht's jetzt hier weiter und Schritt für Schritt. Use arrows below to move between tutorial stages or close it by clicking X. You can come back here anytime by clicking question mark in the top left corner. Aha, da. To return to this chapter, click on DevLife Tutorial. Okay, das heißt, einen Schritt weiter. Camera Movement. Rechter Mausbutton und wir können dann die Kamera drehen, scrollen, ist klar. Oh, das geht aber flott hier. BASD können wir hier den sein Heimathaus angucken, wo er hier wohl wohnt. Oder bei seiner Familie oder sowas. Küche, Flur und sein Zimmer. Arbeitszimmer, Arbeitszimmer. Left Shift Speed Up Camera. Left Shift. Left habe ich und Shift habe ich auch. Speed up Camera. Keine Ahnung, was das ist. Tut sich nichts. F6 Toggle. Achso, dann haben wir hier keine UI. Wunderbar. Jetzt müssen wir einen an den Arbeitsplatz kriegen. Workstation Tracker and then select your employee. Workstation Tracker. Look for commissions. Manage your finances. Gibt es irgendwo auch einen Pfeil oder so? Workstation Tracker. Ist das hier? Select employee. The very first step you should take is assigning your character to the workstation. Click on the workstation tracker and then select your employee. Ist das hier jetzt? Your character level, click here to see your skills. $5000. Your character fans. Manage. Look for employees. Okay. Den habe ich jetzt dahin gemacht. Vielleicht ist das das, was wir machen sollten. Gut. Workstation Tracker. Thanks to Workstation Trackers, you manage your employees, create new projects and learn new skills. Remember that employees must be assigned to a workstation to be able to create projects. Learning also, you've already selected 3 skills for your tractor. You cannot use them to create projects. You can not use them to create projects. First, you must learn how to use them. You have 2 options to do that. Buy one of the courses available in the workstation tracker. Learning, create. Learning projects in the workstation tracker, new projects learning.
Then clothes skill you want to learn. Then choose skills you want to learn. You need to know at least one skill to proceed. Also, das kann ich hier machen. Learn. Employee, remove. Also, learn. Buy a book, online course, video course. Ich nehme mal die goldene Mitte. Machen wir erstmal, oder? Ach, da sitzt er jetzt. Select skill to learn. Okay, simple website structure. Simple website scripts. Manual testing. Also machen wir erstmal das erste, oder? $75 sind wir los. Haben wir hier weniger. Und er ist jetzt, glaube ich, 30 Minuten am Lernen, wenn ich das so sehe. Drag and drop, place of furniture, just drag and drop, okay. Many furniture have furniture, which you can choose by clicking with. Okay. Ja, weiß ich nicht, die Furniture sind ja schön und gut, aber ich kann hier jetzt, glaube ich, nichts tun. Gibt es denn hier noch Furniture? Create Manager Company. Ne, ich kann da nichts bewegen. Die Blume bewegt sich nicht, der Schrank bewegt sich nicht. Rechtsklick, Linksklick, geht alles nicht. You want to sell furniture, press X on your keyboard while dragging it. Use Q and E to rotate the furniture. Okay. Das war's schon. Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht so richtig. Wir werden jetzt erstmal Manage Your Finance or Take Loans. Das haben wir alles noch nicht. Ich weiß nicht, wo wir hier jetzt Sachen kaufen, verkaufen können, aber das ist ja erstmal nächster Schritt. Commission Search. Die Zeit läuft hier eigentlich schon? Ne, wir sind wahrscheinlich noch gar nicht mit, weil der rote Rand hier ist, ne? Können wir Leertaste drücken? Ne, geht auch nicht. Commission Search. In order to create and publish your own products, you will need to create a company. In order for them to be effective, you will need to have a large fan base that is willing to buy our products. All the beginning commissions for external clients will have to be enough for you. Okay. Ja, wir müssen also hier was raussuchen. Reward, Experience, Deadline, Available Components, okay. Additional Settings, Reset Criteria. Ja, jetzt müsste man wissen. Okay, wenn ich das mache, Search Costs $40-$60, okay. Crea Components. Jetzt müsste man hier ein bisschen wissen, Available Components, das wäre ja das hier dann, ne? Ist das das, was ich jetzt hier annehmen kann oder so? Select required, Components is blocked, upgrade your company. Okay, ich muss erst was anderes tun wahrscheinlich. Und zwar muss ich meine Company, Enter Company, aus Reuter AG. Was heißt das hier? Personal Contribution? Kann ich nichts machen. Company Requirements, your character is at least 80. Ach, ich bin ja noch gar nicht so alt, dann geht das noch nicht. Ich kann noch keine machen. To be able to select market rare, you will need to upgrade your company. Achso, ich muss erst was suchen hier. Web. Ach so, da kann ich was auswählen. Sehr schön. Also das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Deadline won't affect search. Only unlocked. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es hier funktioniert.
Also hier ist auf das da 35. Ich weiß aber nicht, ob das gut oder schlecht ist. Da haben wir 8 Punkte. Start Searching stand da gerade eben auch. Aha. Reward. Warte, machen wir das. Kann er mir das anzeigen jetzt? Nee, kriege ich nichts angezeigt. Muss ich jetzt hier, wenn ich da jetzt 5 eingebe, Range is too narrow, okay. 10. 100. 1000. Optimal value. Und die suche ich doch erstmal, ne? Klick. Ach so, das hat mir schon wieder Geld gekostet, oder was? $40 weg. Taking commissions after your performance of the commission service, you will get a message with the results. Click on the message button, then. Null von 2. Ich habe keinen blassen Schimmer. Creating project. Upgrade your company. Upgrade your company. Geht nicht. Create components. Geht wahrscheinlich. Versteht ihr? Selection requires components in locked. Upgrade your company. Also geht nicht. And search. Search time. Ach, die Uhrzeit läuft immer noch nicht. Ach, hier oben. Pause können wir da rausnehmen. Alles klar. Jetzt läuft die Zeit. Glaube ich. Wissen tue ich es aber auch nicht, ne? Auf jeden Fall gehen die Schatten wandern. Ah, hier der Balken geht hoch. Das ist schon mal schön. Das heißt, er tut auch was. Der Grüne geht runter, der Gelbe geht hoch. Der Grüne ist bestimmt irgendwie Müdigkeit oder sowas. Seite zum Website Schutz das Skill Level Up. Wir wollen noch mehr lernen. Buy a book. Mit Design machen wir jetzt was, oder? Aber Select Skill to Learn. Ich kann es nirgendwo bestätigen, keine Ahnung. Oder da? Nee. Geht nicht. New project kernel oder learning. Learning. Website. Learning project. Learning, create project, available commission, available commissions. Okay, das heißt, ich komme hier auch nicht weiter. Die Suche läuft hier, aber die Zeit geht da nicht runter. Ich bin erst 17. Wir lernen noch mal was. Wenn es denn geht, geht aber nicht. Okay, jetzt ging's. 75 was taken from. Okay, you paid your bills. Okay, habe jetzt Heizung berechnet oder sowas wahrscheinlich. Also die Zeit rennt ja hier nicht runter, ne? Das ist jetzt weg. Website-Skills sind hochgegangen. Jetzt kann ich hier auch irgendwas einstellen wohl, aber nee, nur 1 und 10. Keine Ahnung, wofür das gut ist oder schlecht ist. End Search, dann passiert da nichts. Da fährt gerade ein Auto draußen vorbei. Das bringt mich nicht weiter, glaube ich. Das sind irgendwelche Sachen, die wir kaufen können. Brauche ich aber auch noch nicht so wirklich gerade.
Loans. Ah, ich habe Geld von meinen Eltern bekommen. Alles klar. Bills for January muss ich auch haben. Payment for Online-Course. Okay. Ja, Programming. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Project. Dann machen wir mal Commercial. Available Components. Selected Components. Okay. Ist jetzt Webdesign angesagt. Und der Rest. Simple Website Scripting 5,35. Das ist also egal, was ich mache. Wie sind meine Werte? Ah, dann mach das mal zu. Ich glaube, meine Werte sehe ich. Hier habe ich gedacht, aber dem ist wohl nicht so. Da ist der Skill. Gucken. Okay, das sind die Skills. Habe ich aber nichts. 1. Achso, da sind noch Zahlen in Klammern. 5% plus 1%. Keine Ahnung, wo gut das ist. 7 plus 2. Und hier, Testing gibt es 14% dazu. Aber ich weiß nicht, wie ich die kriege. Keine Ahnung. Accept. Online-Course. Haben wir gemacht. Nochmal. Wir lernen erstmal ordentlich. Aber hier tut sich nichts. 7. Ah, jetzt hier ist 6% nur noch. Okay. Der Balken geht jetzt nicht hoch, weil wieder das Spiel in der Pause ist. Jetzt geht die Zeit wieder runter. Character-Fans. Okay, was ist jetzt passiert? Your 18th Birthday. Aha. Okay, jetzt bin ich 18 geworden. Super. New Messages, nix, Geld. Hab nix und nix. Und select the message on the left to read it. Da. Ja, okay, das bringt mich aber gerade nicht weiter. So, das würde auch, ich habe ganz viel Geld gekriegt. Guck mal an. Das würde bedeuten, ich bin jetzt 18, das heißt, ich kann jetzt hier auch eine Kompanie bilden, aber leider reicht's Geld noch nicht dafür. Ich brauche $10,000. Your character has least 3 skills learned at first level. Okay. Das heißt, ich muss auch noch weiter lernen. Das bringt also auch noch nichts, wirklich. After your employer gains enough experience at the next level, each level gives you one skill point which you can use to unlock new skills or upgrade the old ones. To spend your skills, click on the... Okay, Workstation Tracker, Employer Skills, alles klar. Das ist hier und Skills. Und Skills. Und dann kommen wir da rein, alles klar. Hatten wir schon, ne? Level 1 und wir haben keine Punkte, also bringt uns das nicht weiter. Creating company, the most important goal of the game is to create and manage your own company. To do what you must meet the required conditions listed in the create company panel. Creating company is crucial to unlocking new options and progressive. Okay. Schwierig. Hat er das jetzt angenommen? Nein. Company goals, finance panel. Okay, Company Upgrades. Kommen wir auch noch nicht mit weiter, denke ich. Hiring Employers brauchen wir noch nicht. Buying Location. Wir sind doch erstmal da, glaube ich, außen vor. So. Learn. Kurs. Das. Das. Läuft. Nochmal $75 weg. Irgendwas flackert hier. Ich habe keine Ahnung was. Ach so, da ist eine Lampe vom Auto wahrscheinlich, die da durch die Wand geschienen hat oder sowas. Kann das sein? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ist jetzt nicht so wild. So. Ach, das Spiel ist wieder in Pause. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil das immer in Pause ist. Ja, ist voll am Arbeiten, wie ihr hört. Tastatur tippen, hört man. Er hat hier irgendwie so einen alten Burger hier liegen oder was? Notizblock vielleicht, ich weiß es nicht. Hier ist das, oh, das war zu nah. Gamer Headset. Ein paar Bücher. Hier ist ein Game Controller, alles klar. Hier sind auch noch 1000 Bücher. You paid your bills, $350. Geld wird weniger und ich krieg nichts dazu.
Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier ein Dingens kriegen, sag schon. Paid upfront, only unlocked. Geht nix. Also, wenn ich das ausmache, dann kann ich das anmachen. Ah, okay. Dann soll er das mal starten. Und lassen wir die Zeit laufen. Aber ist komisch, dass hier nichts passiert. 571. Was ist passiert? Schon wieder Bills bezahlt. Super. Ich glaube, wir sind bald bankrott, aber wissen noch nicht, wie das Spiel funktioniert. Stopp, das war jetzt wieder doof. Select Employees, click to assign an Employee. Ach so, okay. Ah, jetzt läuft das erst. Alles klar, der macht das jetzt. Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne, dass das so ist. Und jetzt haben wir schon zwei Projekte hier. U18's Birthday, aber Commission Search 3. Also, das war schon ausgewählt. Commission from Missioner. Missioner. Small Components 2, Type Web Development. Da kann ich noch ein bisschen mehr sehen wohl. Was steht hier noch? Simple Website Structure. Simple Website Scripts haben wir wohl, oder was? Ja, und das zweite hier ist... Ich glaube, spielt keine Rolle, weil wir alles nicht so gut können, aber wir machen das mal hier. Commission for Missioner. Ich mach das mal hier. Accepted. Jetzt stellt sich mir die Frage, ach, da oben sieht man das. Ich sehe leider nicht, dass die Zeit läuft. Allerdings ist hier kein Rahmen drumherum in Rot, dann läuft die Zeit. Deadline ist hier. Ich sehe aber nichts. Ich werde wahrscheinlich gleich irgendwelche Strafen bezahlen. Und dann habe ich nichts davon. Ja, ich kann hier nichts machen, oder? Passiert da was oder passiert da nichts? Das ist jetzt hier die Frage gerade. Macht ihr mein Charakter was oder macht er nichts? Tut sich hier was, ist die Frage. Create Project. Deselect. Ne, das will ich ja nicht. Ich glaube, ich werde gleich irgendeine Strafe bezahlen, weil das nicht so der Bringer war, den ich da gerade gemacht habe, ne? Die Zeit läuft noch weiter. Das Deadline. Okay, wird noch gewarnt. Ich habe meine Rechnung bezahlt. Das wären meine Boni, die ich da kriege. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, was ich tun muss, damit das was wird. Wir werden sehen, dass es jetzt in die Hose gerade geht, oder? Project. Strafe 2100, alles gut. Wir haben gleich 5000 Miese gemacht hierbei. Now you will pay up 5 times more than we have support. Okay, ja, jetzt hätte ich gerne gewusst, wie ich daran arbeiten konnte. Weg damit. So, das war schon mal ein Satz mit X. Das war wohl nix. Wir sind mies drauf, sehen wir auch. Neues Projekt. Learning. Learning ist das neue Projekt. Dieses und das. Simple Website Structure. Selected Components. Create Project.
Das ist jetzt mein eigenes Ding hier, oder was? Macht er jetzt was? Sehe ich hier irgendwie was sich ändern? Es müssten ja jetzt hier irgendwelche Punkte fließen, oder? You paid your bills, okay. Ach, ich habe hier wieder keinen ausgewählt, deswegen passiert da wahrscheinlich nichts, ne? So, jetzt geht's voran, jetzt lernen wir da auch tatsächlich was. Oh, hier geht richtig was ab hier. Seht ihr, wie die Bubbles fliegen hier? Er ist richtig am Tippen. Mhm. Das hätten wir eben wahrscheinlich bei dem Dingens auch machen müssen. Okay, Programming ist schon fertig. Und jetzt machen wir Design noch. Und Testing kommt vielleicht zum Schluss, wenn die beiden fertig sind. Anders geht's wahrscheinlich nicht. So, dann wollen wir mal gucken, wie sich unser Charakter da entwickelt. Machen wir schneller. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Und jetzt müsste Testing durchlaufen. Gut, tut's auch. Wir machen mal nicht schneller. Stopp. Jetzt macht er wieder 1, okay. You work on this project for a simple website structure, done. Release. Learning project done. New project, commercial. Commercial haben wir. Ne, warte mal, wir gucken erstmal noch hier unseren Charakter gerade an. 7, 1 und 5. Programming ist unser bester Wunsch. War da noch ein Punkt zu holen? Nein, wir haben keinen Punkt geholt. Das heißt, wir sollten uns hier ums Programming kümmern. Machen das. Haben das akzeptiert. Und? Webseite, no viable commissions. Achso, wir müssen wahrscheinlich erst wieder irgendwas suchen, ne? Also wir suchen das. Simple Website Script ist schon mal gut. Start Searching. Und da soll suchen. Und das Spiel ist wahrscheinlich wieder angehalten hier, oder? Ja, ist es. Er sucht was. Er hat zwei gefunden. Diese zwei sind's. 540, 90, 200, 135, 120. Diese Zeit dauert länger. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, komm, machen wir Accepted. Und Create Project. Das hier ist deselected. Ja, wenn ich wüsste, wie es geht, ne? Leider. Schwierig. Simple Website Script. Create Project. Das macht er jetzt auf jeden Fall. Das müsste wohl in dem Projekt sein, oder? Habe ich es jetzt richtig verstanden? Ich glaube schon, oder? Teilt er sich das dann? Ich glaube ja, ne? Okay, da hat er die 35 sitzen. Ach, das macht er parallel sogar. Sehr gut. Problem ist die Deadline. Aber wir können wahrscheinlich irgendwann releasen, auch ohne Testing. Okay, das ist fertig, das ist fertig. Hier läuft es mit 18, da läuft es mit 9 oder läuft es gerade gar nicht. Aber da läuft es dafür. Simple Website Structure. Okay. Ich will jetzt nicht schneller machen, weil ich das nicht anhalten kann, so schnell, weil ich das nicht raus habe. Aber Deadline for commercial from Lisa is almost over. Make sure it's done in time. You paid your bills. Okay. Das ist jetzt fertig hier. Testing läuft. Aber ich werde hier nicht fertig, ne? Oh Mann, ey.
Ich habe auf jeden Fall ein Level-Up gehabt, auch wenn ich viel bezahlen muss. Und ich kann hier definitiv releasen. Zack. So. Simple Website Script haben wir nicht geschafft. Wir haben aber ein Level Up gehabt, das ist schon mal gut. Ja, war jetzt nicht so toll, aber ich habe glaub Geld dafür oder krieg glaub Geld dafür, ne? Hello, you're almost out of time for our version. See what glad you delivered it on. Unfortunately, simple website scripts components was not updated. Now we have. Okay, das heißt, wir haben wieder Geld verloren wahrscheinlich, weil wir das nicht richtig gemacht haben. Aber wir haben eins von zweien diesmal geschafft. Mach das wieder weg. Mach das auch weg. You just reached Level 2. Dann können wir hier bestimmt was machen. Programming geht. Gute Frage, was wir da machen müssen. Ja, ich denke, wir machen den Skill Point dahin. Dann ist der Punkt auch weg. Wir haben hier 7 plus 7 steht da, Testing 1, okay. Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht. Learn. Simples Website Script lernen wir jetzt erstmal, weil das haben wir ja auch noch gar nicht gemacht, deswegen ging es da vielleicht auch gar nicht voran, ne? Wieder keine Pause raus. Jetzt geht's. Er ist aber jetzt nicht mehr unzufrieden. Der Raum ist aber bei Papa und Mama schon ganz schick, ne? Okay, wir kommen der Sache aber näher. Wir sind ja auch Level 2, das ist ja auch schon mal was. Was stehen da noch? 122.200. Learn, Online-Kurs und die Datenbank. Okay, wieder die Wochenrechnung gekommen. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir Monatsrechnung oder was es auch immer ist. Wir müssen jetzt gucken, dass wir natürlich mal ein bisschen und das Webdesign. Manual Testing, Simple Website Script. Ne, das erste hier, das machen wir noch. Dass wir da noch besser werden. Na, jetzt kommen wir vielleicht rein in das Spiel, oder? So, und dann suchen wir uns hier ein neues Projekt. Look for Commissions gleich. Irgendwie geht er gerade nicht fertig. Okay, jetzt ist er fertig. Und zwar Programming. Components ist locked. Ach so, weil ich das dann. Okay. Lass uns mal designmäßig Simple Website Structure gucken, weil das andere können wir ja dann auch noch. Aber wir suchen erstmal das. Das soll er suchen. Wer soll sonst suchen, ne? Da hat er schon was gefunden. Simple Website Script und Relation Database. Das sind die zwei Sachen, die wir auch schon können in dem Sinne. Und hier ist nur Simple Website Script. Ah, das ist dann nur eine Anforderung. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Create Project. Simple Website Script. Ne, das ist das. Das mach wieder weg. Wir brauchen Simple Website Structure. Nein, wir brauchen nicht die Structure. Wir brauchen das Skript. Create Project. Und er macht das. $210, das ist ja schon mal ein bisschen was. Okay, die Zeit läuft gegen uns. Aber wir sind doch schon ein bisschen besser. Da gehen immer zwei Punkte jetzt hoch. Das ist ja schon mal cool. Das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Testing. Und wenn es getestet ist, können wir es raushauen. Und Release. Und diesmal haben wir Geld gemacht, oder?
Sehr schön. Gut. Wie viele Points haben wir jetzt hier? 281. Gut, das bedeutet, wir suchen uns gleich einen neuen Job. Ja, Start Searching, oder? Er sucht wieder. Einen von zwei hat er schon gefunden. Zwei hat er gefunden. Jetzt gucken wir da wieder rein. Simple Website Scripts. 290 sollen wir da. Und hier kriegen wir 500. Müssen aber zwei Sachen in 1,40. Ich glaube, wir machen erst das obere. Mach das wieder zu. Obwohl. In 40 Sekunden schaffen wir das. Und das schaffen wir in 1,40. Da müssen wir aber zwei Sachen machen. Struktur und Skript. Sind wir aber beides. Und da können wir beides hier. Ich glaube, nein, wir werden erstmal das machen. Gut. Dann müssen wir Create Project machen. Skript war gefragt, naja. Create Project. Und wir sind's. Und jetzt verdienen wir erstmal die 290. 308 haben wir. 27. Das geht schon fertig hier. Das ist schon mal cool. Also das ist schon designt, haben wir schon. Jetzt sind wir schon am Programmieren und dann brauchen wir noch einen Test. Wir sind am Up-Level gehabt. Das ist auch cool. Wir sind am Testen. Wir brauchen bei den Tests relativ lange. Sind jetzt aber durch. Was war da? Schiefgelaufen oder was? Okay. Haben wir doch nicht geschafft oder sowas. Das ist aber voll doof, ne? $1200 nur noch. Irgendwann müssen Mama und Papa uns da auf die Sprünge helfen wohl. Lass ihn wieder suchen. Warum habe ich jetzt so viel Geld zu bezahlen müssen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir müssen hier wieder, was brauchen wir? Website Scripts. Und er macht's. Fünfunddreißig. Eins, zwei. Komm schon, Release. Wieso sollte ich jetzt eine Strafe bezahlen? 7 Bucks, okay, weil wir das nicht zu Ende gemacht haben, wahrscheinlich. Ja, super, jetzt haben wir fast kein Geld mehr. Wir suchen wieder. Wir suchen uns aus. Ach, das Suchen kostet ja auch irgendwie Geld, oder? Skripte. Das können wir aber beides am besten. Testing dauert da natürlich länger. Was haben wir hier? Nein, wir müssen erstmal den unteren akzeptieren, glaube ich. Komm, zack, hat keinen Sinn. Das müssen wir so machen. Create. Was brauchen wir? Website Scripts. Das ist das Richtige. Create Project und schnell ihn hier und er soll das fertig machen. Wir müssen vielleicht noch mal was lernen eigentlich, ne? Der ist ziemlich zornig schon hier, ne? 4 von 5. Deadline läuft, ist klar. 10 von 35. Komm schon. Zeit rennt uns weg.
Ja, das wird nix. Ja, wir mussten das vorweg releasen und haben wieder 220 Strafe bezahlt. Wir sind schon im Minus. Jetzt muss das Etui von Mama und Papa aufgehen, das Portemonnaie, ne? Learn. Wir gehen in eine Miese. Ich weiß nicht, wie weit wir in eine Miese gehen können. Wird spannend. Wir sind überarbeitet. Wir sind schon extrem überarbeitet. Enter Build Mode. Look for Employees. Ich habe $3.100 gekriegt, ich weiß aber nicht wofür. You are adept. You are an adept. Okay. Also hier haben wir jetzt Geld geliehen. Dann machen wir jetzt erstmal das weiter. Gut. Was ist denn hier jetzt möglich? Nix, your character at least, wir haben kein Geld, also können wir das doch nicht. Start searching. Ja. Da sind wir natürlich nicht Firmen drin. Da sind wir genauso wenig Firmen drin. Da haben wir mehr Zeit für. Locked Components, also kann ich jetzt nicht hier irgendwie einzeln auswählen oder wie sehe ich das? Komm, machen wir jetzt beides und fertig. Create. Das und Website Structure. Create Project. Los geht's. Erstmal das fertig werden. Braucht man 10 Runden zum Testen. Super, oder? Jetzt geht's hier aber voran. Ja, oder auch nicht, weil er voll überarbeitet ist, ne? Deadline rückt immer näher. Sieht nicht gut aus. Zeit kommt dem Ende nahe. So, 35, jetzt Testing. Oh, da habe ich auch noch rein. Aber das sind hier die 35, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die schaffen wir sowieso nicht, weil wir total schlecht sind. Release, zack, egal. 11 Bucks, 680 Strafe, alles ist gut, ne? Total schlecht. Add Energy, plus 25. Sent on Vacation. Vielleicht geht es dann besser hier. Dann müssen wir die Loans zwar bezahlen und sowas, unsere Bills bezahlen, aber egal, oder? Geht es natürlich vielleicht dann gleich besser. Wollen wir hoffen. Ja, er wird jetzt gelb, okay. Dann arbeitet er vielleicht auch wieder schneller, ne? Effektiver. Vielleicht kriegen wir es dann hin,
dass es besser läuft. So, das ist vorbei. Wir suchen wieder einen Job. Da haben wir zwei. Database, das ist, was wir können. Akzeptieren wir. Projekt starten. Starten. Draufsetzen. So, das ist schon fertig und das läuft auch gut. 20, 22, 20 Sekunden noch. 32, 33, 35. Testing läuft. Jetzt hauen wir die Bugs da raus. Und jetzt releasen wir. 340. Sehr gut. Den haben wir geschafft, ne? Ja. Und hier haben wir jetzt den zweiten noch. Relation Database und Simple Website Structure. Ne, ich kann da leider nicht. 350. Ja, wir haben jetzt. Komm, egal. Wo ist denn der jetzt? Hoffentlich habe ich den jetzt nicht angenommen und der ist gleich abgelaufen und wir zahlen wieder. Einer ist gefunden, zwei sind gefunden. Das können wir gut. Und hier können wir auch gut. Hier verdienen wir mehr. Accept. Database. Create. Los geht's. Ach, da sehen wir die Bugs, die da drin sind. Okay. Einer, zwei, vier Bugs, fünf Bugs, vier, drei, released, 130 gekriegt. Super, oder? Jetzt haben wir es raus. Commissions. Gut. Jetzt haben wir ein Level Up gehabt. Wir haben wieder einen Skill Point. Tendenziell neige ich dazu, Design zu studieren. Fotogalerie oder the Tile-Based Structure. Nehmen wir das. Yes. Wie sieht es hier aus? Okay, da haben wir die Punkte schon für. Und hier haben wir keine Punkte. Also da kriegt man auch Punkte für. Dann ist man da auch besser wahrscheinlich. 1300, 842. Simple Website Script. Okay, akzeptieren wir. Gehen nochmal auf Learn, Online-Kurs. Und machen noch ein Website Structure. Pause ist wieder drin. Jetzt gehen wir raus mit der Pause. Wir haben schon 2001, die Pause läuft aber immer noch nicht. So, jetzt aber. Wir sind Level 3 mit 19. Haben da 5 Punkte im Level. Und warten ab, was passiert, oder? So, wir haben nochmal was gelernt. Jetzt können wir nochmal suchen. Also Reiter sucht. Einer hat er gefunden. Zwei hat er gefunden. Database ist klar. Hier ist Website Scripting, können wir auch.
Vielleicht sollten wir das zweite Mal nehmen, weil das erste haben wir schon öfter gehabt. Website Structing. Da ist es. Und der macht das. Okay, läuft relativ flott jetzt mittlerweile. Da sind wir durch. Jetzt hauen wir die Bugs noch raus. Und jetzt können wir es releasen und haben unser Geld verdient. 170. Das läuft schon mal. Dahin. Ich sehe jetzt nicht, ob wir... Ja, ich glaube, wir suchen erstmal weiter. Damit wir erstmal Geld verdienen. Wir haben nur noch 490, wir müssen Geld verdienen. 535 Datenbanken. Datenbank und Website Structure. Ich glaube, wir nehmen erst das. Database. Create Project. Ja. Ein Bug haben wir schon drin. Zwei Bugs. Fünf Bugs. Sechse. Wird fertig. Ich glaube, er muss gleich wieder Urlaub haben oder sowas. Bugs raushauen. Jetzt sucht die Fehler doch. Er hat die Fehler nicht gefunden. Doch, jetzt macht er sie. Komm, 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 den letzten Bug auch noch raus releasen. Gut, $270. 760 haben wir jetzt. 230, 760. Ein bisschen ist besser hier jetzt. So, jetzt wüsste ich gerne noch Commissions. Hier ist ja noch ein zweiter, ne? Können wir den denn jetzt annehmen oder nicht? Accept. Ja, create. Database und Website Structure. Wo ist das? Meine Maus mag nicht so gerne mehr. Tile-Based Structure. Ne, das brauchen wir nicht. Website Structure. Da ist es. Project. Und los geht's. Arbeite erstmal da dran. $410 haben wir nur noch. Bugs hauen wir da gerade wieder rein, ne? So, jetzt machen wir hier erst weiter. Bugs können wir später suchen. So, das dauert natürlich länger hier. Aber ich glaube, das geht noch. Okay, läuft gleich aus. 17. Ah, die Zeit läuft uns weg. Komm, mach schneller da oben. Nein, das schafft man nicht. Deadline liegt da vor uns. Shit, das wird nicht fertig. Hau das Ding raus. 2520, wir sind wieder in den Miesen gelandet. Das war kein Erfolg. Tja, Employee, Send to Vacation. Was anderes bleibt uns gerade nicht über, finde ich. Ja, so, da würde ich sagen, sind wir erstmal eine Runde durch mit dem Spiel. Wir haben auch eine Stunde schon gespielt. Wir wissen, wie es geht. Ich denke, wir werden es nächstes Mal nochmal machen und gucken, wie er sich so schlägt. Aber momentan ist er halt ziemlich mies drauf hier, aber das wird vielleicht durch den Urlaub ein bisschen besser. Ne, wird's noch nicht mal, ne? Also Urlaub hätten wir gar nicht machen müssen. Wir sind aber gerade mit dem Geld ziemlich durch.
Ja, müssen wir gucken, wie wir da nächstes Mal noch dran kommen. Ja, falls euch das Ganze gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Glocke noch nicht begleitet, dann macht die anderen, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Des Weiteren gerne einen Kommentar, was ihr von dem Spiel haltet. Fände ich super, wenn ihr was reinschreibt. Falls ihr einen Daumen runter gebt, schreibt doch bitte auch rein, wo das Problem liegt, ja? Und des Weiteren könnt ihr auch gerne dieses Video auf anderen Kanälen teilen. DevLife ist noch nicht auf dem Markt, ist Early Access und ist noch in der Entwicklung. Deswegen so flackernde Bilder, die wir gerade gesehen haben, sind halt ein bisschen schwierig, aber kommt halt mit der Zeit. Wir haben wieder Kohle gekriegt und naja, wir werden nächstes Mal einfach nochmal von vorne starten und gucken, wie es ist. Mal schauen, ob das gleich im Anschluss mache oder ob ich ein anderes Projekt nochmal dazwischen setze, weil dieses unterbricht ja auch schon anderes. Aber wir werden sehen. Alles klar, würde ich sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder auch in den anderen Projekten. Macht's gut, bis dann. Tschüss.